Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Star Trek Online Tutorials. Ja, nachdem wir uns schon gemeinsam angeschaut haben, die Sternenflotte sowie die klingonische Verteidigungsstreitmacht, die Romulanische Republik, die TOS-Sternenflotte, das Dominion bzw. die Jem'Hadar, kommen wir heute zum vorläufig letzten Teil der Star Trek Online Tutorials, nämlich der Discovery Sternenflotte. Freilich werden hier alle bisherigen Tutorials in den Infoboxen verlinkt und sollte es zukünftig neue Tutorials geben, beziehungsweise weitere Fraktionen mit individuellen Tutorials hinzukommen, werde ich dazu auch wieder ein Video machen, aber das kann ich euch dann hier nicht mehr in den Infoboxen verlinken, weil es ein Limit von 5 Infoboxen gibt, aber am Ende des Videos gibt es auf jeden Fall einen im Endscreen eine Verknüpfung zu meiner Star Trek Online Playlist, da sind noch viele andere Sachen drin. Und da könnt ihr euch das dann auf jeden Fall anschauen. Und wenn euch der ganze Spaß gefällt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ja, wenn das stimmt, was mir jemand unter ein anderes Tutorial kommentiert hat, dann soll das Tutorial der Discovery-Sternflotte genauso sein wie das der klassischen Sternflotte. Sollte das so sein, sind wir mit diesem Video relativ schnell am Ende. Aber ich will trotzdem mal reingucken, weil aus den verschiedensten Gründen ist das das einzige Tutorial, was ich mir bis jetzt noch nicht angeschaut habe, noch viel weitergehend. Ich habe überhaupt gar keinen Discovery Sternenflotte Char, weil die ganzen Missionen, die es da gibt, die stehen in der regulären Timeline als historische Simulation zur Verfügung, sodass ich doch zumindest hoffe und denke, dass hier der Einstieg sich doch ein bisschen unterscheiden wird. Aber wir werden es gleich sehen. Wie gesagt, entweder sind wir dann gleich ganz schnell am Ende mit dem Video oder wir haben noch ein feines Tutorial. Und wie immer werde ich hier, wenn, nur auf die Besonderheiten der Discovery-Sternenflotte eingehen. Wer genaueres zum Einstieg, zu Spezialitäten, zu Steuerung und so weiter wissen möchte, wo ich ein bisschen ausführlicher was erzähle, der mag sich doch bitte das Tutorial-Video zur klassischen Sternenflotte anschauen. So, die Discovery-Sternenflotte. Die Erkundungs-, Wissenschafts-, Diplomatie- und Verteidigungsorganisation der Vereinigten Föderation der Planeten. Die Sternenflotte wurde 2161 gegründet und hat die Mission, neue Welten, neue Lebensformen und neue Zivilisationen zu erforschen und dringt dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Das Sternenflottenkommando befindet sich im Sol-System auf dem Planeten Erde. Beginnen Sie Ihre Reise als neuer Kadett der Klasse von 2256, weniger als einen Monat nach der schrecklichen Schlacht am Doppelstern. Wie wir wissen, liegt das im, in Anführungszeichen, Discovery-Universum. Und ja, da schauen wir jetzt einfach mal rein. Und zur Abwechslung mal als männlicher Vulkanier. Und Vulkanier müssen für mich Wissenschaftler sein. Da gibt es gar keine Diskussion. So, wundervoll. Das soll mir reichen. Los geht's. Name des Captains: Zufall. Sherrod Surik finde ich gut. USS Trinidad, Irma. Okay, nehmen wir mal den Surik auf der USS Irma. Energie. Zumindestens unterscheidet sich das Intro. Auch hier wieder das Problem, dass das äußerst leise läuft. Also dreht ruhig mal rauf und nachher wieder runter, wenn das Intro vorbei ist, die Lautstärke. We've been working hard on the ground and in space. We learned how things worked on a starship. And we learned how to work as a team. We've been getting ready to boldly go where no one has gone before.
And today's your big day. Today you graduate and begin your career as a Starfleet officer. It's gonna be amazing. Ja, it's gonna be amazing. Ja, die grundlegende Steuerung. Tatsächlich fängt es hier auf der Sternflottenakademie genauso an wie das klassische Tutorial, nur dass hier alle in Discovery-Uniformen rumlaufen. Was hier noch besonders ist, ist, ich finde die Missionen, die zu Discovery gestaltet wurden, dass die sehr liebevoll gemacht wurden und auch nochmal das allerletzte aus dieser doch schon recht betagten Grafik-Engine rausholen. Und wer Discovery mag, der sollte sich auf jeden Fall auch mal die Discovery-Missionen anschauen, wozu man aber nicht unbedingt einen Discovery-Char braucht. Excited? I am very excited. Pretty soon we'll be reporting for duty on the cadet training cruise. Are you kidding? I set up a triple layer alarm sequence to notify me when the postings went up. I think I knew before some of Captain Schaefer's staff. Two words. Chief Engineer. Eine große Ehre. Right? I'm still not sure if this isn't one of Finnegan's pranks. He's done stuff like this, you know. Ugh, poor Jim Kirk. Oh, before I forget, Lifeson is looking for you. Actually, I think I see him over there. Here's Lifeson, one of the best tactical cadets in your class. After Evelyn, of course. There you are. I wanted to thank you for helping me pass that final and for all the other times you've helped me. Seriously, I might not have made the cadet cruise if it weren't for you. I hope Schaefer recognizes all you've done to lead our class. Have you got your assignment yet? Oh, no. Well, Lieutenant DeSilne has all of the assignments now. I'd see what she knows. Before you do that, do me a favor and talk to Ian. He's got good news, and he won't settle down until he shares it with everyone, including you. Oh, there's Ian. Let's find out what his big news is. Na, da bin ich aber gespannt, was der für tolle Neuigkeiten hat. Cadets Quan and Peart, with a combined IQ of 231, which, I've heard, is almost up to Tamav's rating. That's the rumor, anyway. Oh, hey! I've been looking for you. Yes! I took the linguistics final again, and I aced it! Ja, herzlichen Glückwunsch. You and me both. It wouldn't have happened if I didn't follow your advice. You saw that I wasn't at my best that day and told me to give it another shot. So, I did. That perfect score really made a difference. Now I'm qualified to serve as both a science officer and a communications officer. Sehr schön, sehr beeindruckend. Herzlichen Glückwunsch. Thanks. Always good to have options, right? Kira took your advice too. I think it worked out for him since he's slightly less scowly than usual. I think I see Kira over there. Come on. Ja, offensichtlich muss ich mich hier mit allen Kadetten der Sternenflotte unterhalten. And here we have the smartest person in your class, or so I've heard. It's not entirely fair. Kiro is a super genius and he's built like a brick shit. Yep, yes. Tilly, wie immer tollpatschig. Hallo! Cadet, it is agreeable to be in your presence. Your advice regarding Federation history. Offensichtlich habe ich hier wirklich jedem geholfen. Ich hoffe, ich habe mir auch selbst irgendwie geholfen. I now inform you that Captain Schaefer is still selecting the senior staff for the upcoming training cruise. There is a 78.4% chance that you will be selected for a position, based on my current statistical models. Lieutenant DeSilne may have more conclusive data on the matter. Your mini-map shows you where your objectives are, and the arrow will appear on the mini-map. Ja, keine Hektik. I'll wait out here. DeSilne should be inside.
Okay, das ist schon sehr ähnlich bis jetzt. Nur, dass die Personen sich unterscheiden. Ein bisschen anders ausschauen tut's auch. Good afternoon, Cadet. How may I be of assistance? It is. I will access your assignment data now. One moment. Fascinating. Was? Wie? Was ist faszinierend? Your assignment is not listed. Inquiries on the matter have been directed to Captain Schaefer himself. Ui, eine Geheimmission oder was? That remains to be seen. I suggest you report to Captain Schaefer and ask him personally. He is in the office behind me. Gut. The direction of your objectives also objects you can interact with have a glow around them. Enter. Good to see you, Cadet. Today's the big day. Congratulations. Judging by that look on your face, I trust this visit concerns your assignment on the training cruise. Ja, na klar, Sir. Well, you can relax. I'm happy to report that you won't be my new bilge officer. Far from it. There is a matter I'd like to address, however. Your academic record is impressive, but I don't see your results for the Advanced Phaser training program. Care to shed some light on that for me? The Federation is at war with the Klingon Empire, Cadet. I shouldn't need to remind you that Klingons enjoy close combat with their enemies. That in mind, I want everyone on my senior staff to complete that program. Okay, offensichtlich bin ich schon als Mannschaftsmitglied ausgewählt, aber ich muss das Phaser-Training noch bestehen. Nicht viel anders als bei der klassischen Föderation, nur dass wir hier halt noch mit den Klingonen im Krieg sind. I did indeed. There's a place for a cadet like you on my bridge, once you finish that phaser course. My chief engineer and tactical officer have programmed a training simulator for you. Cadets Tilly and Surveyor, respectively. They've been working on the simulation for me for some time now. Interesting pair, those two. Some of the staff questioned bringing Tilly along on the cruise as a junior. The professors assure me that she's up to the task. Na gut. Indeed. She'll meet you out in the quad. Talk to her to start the training, and I'll see you when you're finished. That's all for now, Cadet. Dismissed. Okay, Phaser-Training. Salutieren und weg. I still can't believe I got the chief engineer spot. Yes, it's just for the cadet training cruise, but still, how many juniors get to go on the cruise, let alone as a department head? This is exciting. Okay. Whew, deep breath. Anyway. Enough about me. Where did you end up? Tja, auf der Brücke, aber erstmal das Phaser-Training für Fortgeschrittene. Herzlichen Glückwunsch übrigens, Sylvia Tilly, für den Posten als Chefingenieur. Yeah, I was wondering why you wanted us to set up the program for you. Now I know. Hey, I should warn you, it can get pretty lively, with the Klingons and aggression, and I should probably stop telling you about the program now. Jetzt bin ich aber nervös. Oh, no, don't worry, you'll do fine. There's no doubt in my mind. Come on, I'll take you there. Surveyor's waiting over at the simulator. You know how crazy she is. Gut, dann auf zum Simulator. Finnegan actually graduated. I guess the Irish are lucky after all. No one was assigned to a constitution class. Not even you. That's crazy. How many times did you run the Kobayashi Maru? Kirk's up to two now. To sprint, tap the shift key while moving. We better hurry or we'll lose our spot. Oh, I hate running. Sie hasst es zu rennen. Uh-oh. There's Ev. And she's looking impatient. There you are. About time. Program's loaded and ready to go. I hope this is your lucky simulator. It's been nothing but bad luck for Kirk. Point the business end of the phaser at the enemy, not yourself. Sorry, Captain Schaefer told us both not to give you any help, no matter how nicely you ask. You got through quantum mechanics, you can get through this. Not done. It's pretty cutting edge. Tilly and I have been using actual combat data from the field to make it as realistic as possible. You'll have to find the rest out on your own. Cap, you wish. I'm still mad at you for getting us all blown up in the Kobayashi Maru test.
Ramming speed? Really? Don't you worry, this test is gonna do its job. Let's sting a little, though. Not in. Yeah, those are pretty useful in phaser training, huh? Too bad tricorders don't have a stun setting. You'd get top marks. Kidding! I'm kidding. The phasers are in the armory by the holodecks. Grab one there. Running is the worst. Press the B key to scan the area. Your tricorder will point you toward your nearest objective. So, her mit dem Phaser. Na, das war aber galant abgebogen. Just go to the center of the room. Okay, das Holodeck sieht ein bisschen anders aus. Beziehungsweise, eigentlich gab es in der Zeit ja noch gar keine Holodecks. Deswegen soll das hier wohl sehr innovativ sein. Okay, also in Details gibt es auf jeden Fall Unterschiede zum klassischen Föderationstutorial und das ist auch gut so. Okay, deswegen ist der Raum hier wahrscheinlich auch sehr begrenzt bei dieser Simulation, weil die Technik noch so neu ist. Und Ben. Na, da kriege ich ja sogar Applaus, nicht schlecht. Nice work, Cadet. A few points below Severe's personal best, but it was your first try. You'll have plenty of opportunities to knock her from her perch at the top of the list once we're underway. Gut, habe ich denn jetzt eine Aufgabe? That I do, Cadet. The first officer station is yours. That's if you want it, of course. The bilge officer spot is still open. Alternativ zum ersten Offizier könnte ich auch noch das Deck schrubben. Naja, dann denke ich mal, dass die Position als erster Offizier klar geht. Sir. Thought you might say that. You've done well here, Cadet. I expect that trend to continue, onward and upward, throughout your career. Es ist mir eine Ehre. Likewise. I'll see you on the bridge then. And congratulations. Vielen Dank. Wir sehen uns auf der Brücke. Wow, look at you, first officer. You're gonna do a great job. Congratulations. That thing the captain said about the bilge officer spot was pretty funny, though. I mean, we don't even have those anymore. Wait, do we? Anyway. First officer, how does it feel? You know, I love her, but Savea's a little too aggressive at times. If all you have is a hammer, wenn man nur einen Hammer hat, sieht alles wie ein Nagel aus. Das scheint ihr Motto zu sein. I'm not saying she can't find her way to the center chair, but also alleine wegen Tilly schon alleine lohnt sich das Tutorial definitiv. Standing right here, Tilly. Might think about that if you want to make it to senior year. What? I'm kidding. Mostly. She's not wrong, though. We all have jobs to do, and you're gonna do great as the XO. Proud of you. Danke, dass du stolz auf mich bist, Evelyn. Seriously? Captain Schaefer didn't make that decision lightly. He believes in you, just like me. Even though you got me blown up in the Kobayashi Maru. Awkward. Well, we should get going to the shuttle bay. Everybody's waiting for the ceremonial send-off toast. Guess who gets to give that? Okay, ich kann aber verstehen, dass der Kommentator gesagt hat, naja, die würden sich nicht groß unterscheiden oder sich gar nicht unterscheiden, die Tutorials, aber letztendlich gibt es ja wahrscheinlich diese Tradition auch mit dem Anstoßen und dem Training wahrscheinlich ja schon sehr lange, sodass da Ähnlichkeiten ja durchaus normal sind. Warum sollte sich auch bei der Föderation ständig irgendwas ändern in der Grundausbildung, beziehungsweise davon bekommen wir ja hier gar nicht so viel zu sehen. Das wäre vielleicht noch eine interessante Option für Star Trek Online, ja, eine Kadettenlaufbahn auch mal einzuschlagen. Und dort über einen längeren Zeitraum Fähigkeiten zu erwerben, die man dann später als Captain verwenden kann oder wo man Boni dafür bekommt, wenn man das macht. Aber das ist nur eine Idee am Rande, darum soll es ja heute nicht gehen. Informationsvideos zu Star Trek Online findet ihr aber einige auf meinem Kanal.
wenn ihr da Spaß dran habt, schaut doch gerne mal rein. So, aber jetzt wollen wir natürlich den Toast aussprechen. Kommst du auch mit, Mädel? Auf geht's. All of the senior staff is with you just ahead. I know Vulcans don't get nervous, but the rest of us do, and this is our first real. Und es wird sogar berücksichtigt, dass ich Vulkanier bin im Text. Inspirational? Heartwarming? No. Just try not to be too logical, okay? It's a toast, not a debate. Na denn. Anyway, I'll meet you at the bar. No pressure. You'll do great. Auch das hier schaut anders aus. Die Shuttles sind stilecht passend zur Zeit. Ja, alles gut. Ich bin nur mal gespannt, wie sich dann gleich in der Mission unterscheiden wird. Ob hier wieder der Captain stirbt, ich dann das Kommando übernehme. Ich bin gespannt. Wie gesagt, mein erstes Mal Discovery-Tutorial. So, sprechen wir einen Toast aus. In den letzten 4 Jahre hatte ich ausreichend Zeit zu erleben, wie jeder von ihnen in bestimmten Situationen reagiert. Ich kann hier gar nichts auswählen, wie in dem anderen Tutorial. Als erster Offizier ist es logisch, dass ich diese Kenntnisse nutze, um ihnen bestmöglich zu erklären, wie sie ihre Befehle ausführen sollen. Wir werden effizient und effektiv arbeiten. Ich erwarte nichts von ihnen, was ich nicht selbst bereit bin zu tun. Das Glas für die Abschlussklasse von 2256 erheben. Zum Wohl, meine Mannschaft! Are you ready to head to the ship? Bin ich bereit? Nein. Aber doch. Auf geht's. I can't believe we're finally doing this. Ooh, look over there. That's the Glenn, one of the new Crossfield-class ships. No one really knows much about her, or her capabilities. Well, at Starfleet Academy, anyway. Maybe we'll work on a ship like that someday. For now, our ship's here. She's a Malachowski-class, Captain Schaefer's pride and joy. Immerhin. Good speed for her class, definitely maneuverable. A stout, solid, battle-proven design, for sure. I can't wait to see what she can do. Let's land and find out. Okay. Weiter geht's. Okay, we need to check in with the deck officer first, then head to our stations. Oh man, I cannot wait to see the engine room. My engine room. Yeah! So, das scheint der Deckoffizier zu sein. Sylvia Tilly, Acting Chief Engineer, reporting for duty. A reminder to all Starfleet personnel. Best 6 years caution. Welcome aboard. What's your name, Cadet? Yes, here we are. Acting First Officer. You're all set. Report to Captain Schaefer on the bridge. He's been expecting you. Use the turbo lift behind me. It'll take... Mama. Ihr könnt es ja wirklich mal direkt mit dem klassischen STO-Tutorial vergleichen, der Sternenflotte. Und mir auch mal eure Meinung dalassen, ob ihr denkt, die Unterschiede sind groß genug. Kommst du mit, Tilly? Schade. Ah, there you are. Computer, note
what the executive officer has reported for duty in the ship's log. Welcome aboard, XR. You're right on time. All decks have reported in. We're ready to get underway. Let's start things simple by getting the old girl out of dry dock, huh? Contact dock control and get clearance to depart. After we're cleared, close the shuttle bay doors and disable the tractor moorings. Dock control has cleared us to depart. Acknowledged. Carry on. Shuttle bay doors are closed. Acknowledged. Carry on. Ui, darf ich's persönlich rausfliegen? Erez, take us out. One quarter impulse. Okay, das ist dann doch äußerst ähnlich, dass er mit Impuls rausfliegen will und ich ihn daran erinnern muss, dass er nur die Schubdüsen verwenden darf. Duly noted, XO. Erez, take us out. Maximum. Auf geht's. Acknowledged, Helm. Set a course for Vulcan. Warp 4. Course laid in, sir. Engage. Vielleicht ist ja aber auch das eine Tradition, dass der Captain versucht, zu schnell rauszufliegen. Best Warp-Effekt ever, finde ich. Incoming transmission. Captain, I'm picking up a distress call from the SS Fortuna. Audio only. Put them through, comms. This is the Fortuna! Can you hear me? So, warp core is failing! We could really use some help here! Let them know we're on our way. Helm, lay in a rendezvous course. Altering course, sir. ETA 3 minutes. Transporter room, prepare to beam over survivors. Sir, sensors can't read anything in the vicinity of the Fortuna. Communications are out as well. Keep trying to hail them, comms. XO, let's discuss the situation. Ja, dann diskutieren wir mal die Situation. Notruf könnte eine Falle sein. Aber zuerst mal muss ich mir hier den Warp-Effekt mal ein bisschen näher anschauen. Wow. Well, XO, you heard the distress call. What are your recommendations? Ist das ein Test? Afraid not. This is the real deal. Per Starfleet regs, we're the closest ship to the Fortuna. Es ist merkwürdig, dass sie Nachrichten nur als Audio gesendet haben. Ein Warp-Kanzlerschirmfall sollte ihre Kommunikation nicht beeinflussen. Also, im Gegensatz zu dem klassischen Tutorial habe ich hier gar keine Auswahlmöglichkeiten. Das ist ein bisschen seltsam. Not usually, no. Ah, jetzt aber. Good instincts. How would you proceed here? Ich gebe dieselbe Empfehlung wie beim letzten Mal. Schilde hoch, sicher, sicher. Good call. There's something about this that's not sitting right with me. Es könnte eine Falle sein, habe ich doch gesagt. Agreed. Yellow alert. Surveyor, bring the shields up. Get down to the transporter room, XO. I want you to notice the rescue efforts from there. Gut. Dann begebe ich mich jetzt mal in den Transporterraum. Ich brauche so einen Glasboden auf meiner Brücke. Na, das ist nicht der Turbolift? Dann da aber. Desmond, the Fortuna should be in range. Give me an update. I'm getting some weird readings. I can't get a solid lock. There may be interference. Trying to compensate. I think I have it. This is a lot different than the training scenarios. Beaming them over now. Klingonen. Allerdings Klingons. Die anderen Klingonen. Die Discovery Klingonen. Jasmine? Come in! What happened?
Hold on. We're reading disruptive fire in the transporter room. Klingons are beaming in on multiple decks. All hands, this is the captain. Repel boarders. I repeat, repel boarders. Wait. You have the command codes to unlock an armory near your position. You let us worry about that. Right now. Gut, jetzt gehe ich tatsächlich mal ein bisschen schneller durch. Weil hier wieder so ziemlich das gleiche passiert. Klingonen greifen das Schiff an. You have to enter the command codes. Ja. Aber ich werde ein bisschen mehr angefeuert als im klassischen Tutorial. Schade, dass man hier nicht etwas anderes Story gewählt hat. Es hätte mir gut gefallen, wenn die Story sich etwas unterscheiden würde. Gegenstand. Hypospray. You have recovered a hypo spray. You can use this to quickly heal any damage you may have suffered. Kraftfelder, bitte. Ich habe Glück gehabt. You can do extra damage to enemies by flanking them. Try attacking your enemies on their sides or behind them. Wer schießt denn da? Ach, da ist noch einer. We're going to engineering, but hurry. There's a lot of them. Ich beeil mich. Security to engineering. We are under attack. Viel mehr gibt's dazu nicht zu sagen, ohne mich zu wiederholen. Was das erste Tutorial angeht, der klassischen Sternenflotte. Beziehungsweise, ich sage immer klassische Sternenflotte, der ersten Fraktion, die in Star Trek Online zur Verfügung gestanden hat, das meine ich mit klassischer Sternenflotte. We're reading Klingon boarding parties on multiple decks, XO. War ja eher Klassiker, die sind, die. Ach, das ist verwirrend. Die in früheren Zeiten spielen, obwohl sie später rauskamen. Lassen wir das. Ich krieg von Zeitreisen immer Kopfschmerzen. Aber davon gibt es in diesem Spiel reichlich. Ohne euch zu sehr zu spoilern. Aber auch die Discovery-Geschichte wird irgendwann mit der Hauptstory zusammenfallen. Ich vermute jetzt fast mal, der einzige Unterschied wird sein, dass wir hier ja sozusagen in der echten Zeitlinie die Mission erleben, während es halt aus der Sicht anderer Charaktere jeweils historische Simulationen sind. Ob es sich dafür lohnt, einen Discovery-Char zu spielen, muss freiwillig jeder für sich selber entscheiden. Es ist auch immer eine Frage, habe ich irgendwie einen besonderen Spielvorteil davon, dadurch? Und wie viele Charaktere habe ich schon und habe ich die Zeit, diese ganzen Charaktere zu spielen? Wenn du jetzt natürlich sagst, okay, ich bin definitiv ein Discovery-Fan und nur ein Discovery-Fan, ist es sicherlich eine gute Möglichkeit, diesen Einstieg hier zu nutzen und sich von hier aus durch das Spiel zu arbeiten, gar keine Frage. Aber ob Alteingesessene jetzt einen Discovery-Char brauchen unbedingt, das bleibt mal dahingestellt. Und auch wenn sich diese Tutorials, also das der klassischen Sternflotte in Anführungszeichen und der Discovery-Sternflotte sich jetzt so sehr gleichen, gibt es doch im Detail Unterschiede und man muss dabei oder sollte dabei auch immer bedenken, dass diese Tutorials ja auch für Neueinstieg von
Personen sind, die sich vielleicht nur für eine bestimmte Serie aus dem Star Trek-Universum interessieren und die möchten ja vielleicht trotzdem die Mission so erleben oder sollen die Mission ja vielleicht trotzdem so erleben, wie es für die klassische Sternenflotte der Fall ist. Also insofern ist das ja schon fast, ja, wie soll ich sagen, Jammern auf hohem Niveau eines langjährigen Spielers. Lasst euch davon mal nicht beeinflussen. Was ich bisher gesehen habe, gefällt mir auf jeden Fall. Das ist ja jetzt mal unabhängig von den Ähnlichkeiten zu einem anderen Tutorial. Und nur weil ich meine... Und nur weil ich das gerne hätte, dass sich das unterscheidet. Ist das ja kein Qualitätsmerkmal. Nur weil ich das meine. Ich freue mich auch, Tilly. You have no idea how happy I am to see you. They were looking for something in here. Can't imagine what though. I mean, they have warp and impulse tech. What else would be in engineering? Especially since the ship's a complete mess, thanks to them. Is there a part they didn't shoot? Sorry, I could really use your help, since you're here. Gut, wir helfen, wo wir können. As I was saying, the ship's taken a lot of damage. I'll do what I can to get the essentials online, but I could use... Okay, our sensor systems took a beating in the fight. Targeting navigational, environmental, it's not good. I need you to get him back online. Ich helfe. Sometimes missions specialized to your career class are available. Okay, warp core stable. Life support is optimal. Yes. Gut, gut, gut. Safety fields engaged. Ship-wide comms online. Glad you're still with us. We could use a hand up here. Zurück zur Brücke. We'll cover this deck. Ganz schön kaputt hier. Who is in command here? Speak now. I'm Captain Schaefer, and you are? I am Ta'ula of House Mokai. Surrender now, Captain. Why are you still able? Request denied. Get off my ship. Get off my ship. If you insist, Captain. Your truth. Ja, da hätte sich auch ein bisschen schneller bewegen können. Da hätte man vielleicht noch erwischt. Himmel. Die Klingonen sind weg, der Captain auch. Medical assistance was adequate and necessary. I thank you. That was intense.
fought Klingons. Das war hart, ja. Thought I was done for. Thanks. I'll be okay. Thanks to you. I owe you one. Das Heftige hier an den Discovery-Schiffen finde ich ja, dass die Displays aussehen wie Fenster nach draußen. What happened here? Incoming transmission from the Klingon. Optisch sehr gelungen, wie ich finde. Ah, genauso wie die Tatsache, dass es da Hologespräche gibt. Captain, are you all right? Silence! Surrender your ship and all classified data within it to me. Immediately! Das muss ich dann wohl entscheiden. Order your crew to do as I say. Exxon, follow my orders to the letter. What do we do now? Ja, was machen wir jetzt? Die Befehle befolgen natürlich. Ein einsamer Torpedo. Tja, wer Klingonisch kann, ist an der Stelle im Vorteil. We're still here. Most of us, anyway. The captain. Look, the captain knew what was at stake. He gave the order, and you followed it. If you hadn't, we'd probably all be dead now. So, you're the captain now. We're with you. Tja. Let's make his sacrifice count. Die Mission hieß zwar Routinemanöver, aber es wurde dann doch etwas ganz anderes daraus. Nicht bereit für den Captain's Chair. Ja. So, wir bekommen jetzt nach und nach unsere Brückenoffiziere. All decks have reported in. We took some casualties and sick bay is full. All systems have taken damage, but some were hit worse than others. Like working on it, but something's jamming our long-range comms on all frequencies. Still running under cloak. We knocked him around pretty good before they slinked off with their tail between their legs. Damage control teams are assigned. We've put out all the fires and started patching the hull breaches, but it's gonna take a while. We'll get the critical systems back online as soon as we're able, Captain. Oh man. Können wir die Fortuna denn wenigstens kontaktieren, wenn schon alles kaputt ist? Still reading their distress signal. I can break through the jamming at short range. Shall I hail them? Natürlich. Was war es denn das in dem anderen Tutorial? Ferengi? Die dürfte es da noch nicht geben. Opening hailing frequencies now, Captain. Greetings, Captain. Thank you for coming to my aid. I must apologize. I sent the distress signal under duress. I'm sure you'll do the same with a Klingon disruptor pointed at your head. Ja, möglicherweise. Sie waren also der Köder. Quite so, Captain. Our Klingon friends took pains to make my plight look convincing, to the point of damaging my warp drive beyond function. At the risk of wearing out my welcome, would you be so kind in a... Na gut, wir gucken mal, ob wir dir helfen können. Na komm. Coming to a full stop, Captain. Apologies.
I'll wait for your command from now. I need 3 or 4 warp induction coils, tops. We can spare a few. Position yourself near the ship. So, dann hau mal ab. Oh, and good luck with the Klingons, my young friend. You'll need it. Can't say I blame him. I wouldn't want to fight Klingons in a tub like that either. Speaking... We have a problem. Most of our plasma injectors are a wreck. See, plasma injectors are made to take a beating, but this damage goes way beyond what would happen in a fight. Pretty sure the Klingons sabotaged them when they boarded us. They wanted to strand us here. T'Mav's installing our spare injectors, but we're 3 short. Without those, we can't go to warp. We're not the first ship the Klingons have hit here, Captain. There's wreckage throughout the system. I recommend scanning the derelict. Gut, wir scannen mal ein bisschen. Ob wir entsprechende Teile finden, um unser Schiff zu reparieren. I'm picking up a few compatible parts in the wreckage. Blast off the outer casings on those units and we can get what we need. Natürlich, die äußere Umwandlung wegschießen. Ist doch kein Problem. Na, warum kann ich denn nicht schießen? Mag mich gerade nicht. Dann machen wir das eben manuell. Getting on my last nerve. Okay, these injectors are a little beat up, but I can work with them. Some of these are real top-shelf tech. Type J's with a 2-liter flow, modulating reserves, and those sweet new commodarters. Okay. Gonna need a little time to get these installed. I'd rather not breach the core after we go to warp because of a full system... Ja, einen Warp-Kerngriff will ich auch lieber vermeiden. Oh, hör auf zu quatschen, Tilly! Right. I'm on it, Captain. Richtig, ich kümmere mich darum. Gut, wie ist dein Status, Evelyn? While engineering deals with the warp core, we're stuck here. We need critical systems back online ASAP. It's a sure bet the Klingons are making repairs, and they aren't as safety concerned as we are. We might be back and shooting faster than we'd like. Ja, jetzt müssen wir rausfinden, was unser Kommunikationssystem blockiert hat. We're on it, Captain. I located several Klingonische Satelliten. Aber ich kann hier nicht mit der Space-Taste schießen. Was eigentlich gehen sollte. Ja. Ach, jetzt geht's. Naja, ein bisschen hier die grüne Umrandung. Also man kann einstellen, was bei Autofeuer über Space berücksichtigt wird und was nicht. Ich habe es jetzt mal mit Rechtsklick aus und wieder eingeschaltet. Man kann die Waffen auch per Linksklick hier manuell abfeuern, aber das ergibt meistens keinen Sinn. Notsignal senden. Ah, jetzt aber schnell. Gegen so ein heftiges Schiff werden wir wahrscheinlich nicht lange alleine bestehen können. That Klingon ship took some real damage during the fight. I bet she's leaking plasma all over the place. No argument here. I'd rather not get blown up by Klingons on a cadet cruise. Or, you know, ever, really. Scan läuft, ich hab's gefunden. We can see the data now. We can trace their plasma signature right back to the source. It'll show up on the map. Okay, Abfangkurs programmieren. Pretty far from us. We should travel at full impulse to reach it. This will temporarily take power from the other systems, but vastly improve our speed. Once we drop out of full impulse, the power will return to other systems. Baka! Your death will be swift! Activate full impulse by clicking on the arrow. Deactivate full impulse. Dann voller Impuls. Activate high yield torpedoes.
icon, or pressing Alt and 1. High yield torpedo will increase the power of your next torpedo. Mhm. So, wo ist das feindliche Schiff? Klingon ships, decloaking, Captain! Wo? Ah, da. Ungeschirmter Bird of Prey. Seit wann gibt's das denn? Von Haus aus Schiffe ohne Schilde. Hm. Captain, while we have the opportunity, it might not be a bad idea to review some of the basic Starship combat files. Jo, da kriegen wir noch ein bisschen was zum Schusswinkel erklärt. Weiter. Und weiter. Also. Oder drückt einfach mal auf Pause, wenn ihr es euch in Ruhe angucken wollt. Das sind ein paar Angriffstaktiken, die da erklärt werden, die essentiell sind für das Spiel und die man eigentlich immer gut gebrauchen kann. Not to follow me. Cowardly, but wise. Click on a shield that is low on Feigaberweise. Power to it. This will divert power from your other shields. Hoffentlich bekommen wir bald Verstärkung. Aber jetzt versuchen wir erstmal die IKS Lucara aufzuhalten. Tamav and I need time to get the plasma injectors installed. Hm, ist schon wieder abgehauen. Incoming transmission, Captain. It's a Starfleet vessel, the Sabrova. Sehr schön. This is Captain Thykir Shran. We've received your signal. What happened here? Shran. Hm. Ein Nachfahre des Ur-Shran offensichtlich. Den gab's noch vor der Gründung der Föderation. Wir wurden von Klingonen überfallen, Captain. Ever since they acquired their cloaking device, they've been getting bold. Even for Klingons. You're lucky to be alive, Cadet. Which reminds me, you're on Captain Schaefer's ship. Where Tja, is he? Captain Schaefer. Der ist leider tot. Ich habe ihn getötet, nachdem er uns den Befehl zum Feuern erteilte. And did you follow his orders? Klar habe ich den Befehl befolgt. I see. Unfortunate. I serve with Anton. Ja, jetzt bin ich der Captain. Very well. Schaefer didn't place trust in his officers lightly. Chose you to be his XO, he knew you could get the job done. Erstmal das Schiff in Sicherheit bringen. I'm sure they are. And if they're foolish enough to come back looking for a fight, they'll get one. Okay, dann fliegen wir erstmal auf die Position der Sabrova. Damit die uns im Fall der Fälle helfen können. So im Gefühl, dass die Klingonen nochmal zurückkommen. By the way, wenn ihr keine solche Videos verpassen wollt, seien es Tutorials, Livestreams, Gameplay-Videos oder auch Talks, dann lasst doch gerne ein Abo da und klingelt auch das Glöckchen, damit ihr auch eine dementsprechende Information bekommt. Vielen Dank! Und jetzt geht's der Lucara an den Kragen, hoffe ich doch. No
they're weak and hit them hard. Ja, ich versuch's. Today is a good day to die. Das wird viel zu inflationär benutzt bei den Klingonen. Da ist immer ein guter Tag zum Sterben. We were on our way to check in on another Starfleet vessel when we received your distress signal. That vessel is still not responding to hails. Considering what happened to you, I'm beginning to fear the worst. I'm going to investigate and I want you to join me. If the Klingons are up to no good in that system, I'll need backup. I know it's asking a lot. We're at war. Okay. So ist das im Krieg. Eine Feldbeförderung zum Captain. Wir müssen direkt weiter. Ein anderes Schiff braucht Hilfe. Falls da die Klingonen sein sollten, dann wird jedes Schiff benötigt. This feels wrong, doesn't it? I mean, the captain just got killed by a House Mokai matriarch over something she thought we had on board. Shouldn't we be chasing her instead? Ja, ich würde auch lieber die Klingonen verfolgen und den Tod des Captains rächen. Es fühlt sich falsch an, Tilly, du hast recht. Aber wir haben Befehle. Auf den Befehl hin warpen. So. Vorher wollen wir hier aber mal das Schiff ein bisschen aufrüsten. So, das dürfte helfen. Gut, Angriff. Schattenwissen. We've arrived, Captain. I'm reading the Ticonderoga dead ahead. Our orders are to make contact with them and find out why they haven't responded to our hails. Oh, ich bekomme weitere Brückenoffiziere. Jetzt wollen wir erstmal gucken, warum denn unser verbündetes Schiff hier nicht antwortet. Die Ticonderoga. Can't say I was expecting either of you out here. Care to fill me in? Oh, ich lasse Captain Schran die Situation erläutern. Ich muss ja nicht alles selber machen. We weren't able to contact you earlier. We were escorting these cadets back to the Sol system after they were ambushed by Klingons. Under the circumstances, I thought it wise to investigate your situation here. Apologies. I suspect the local anomalies are interfering with our comm systems. I'm sorry to ask this, but where is Captain Schaefer? Jeder fragt immer nur, wo Captain Schaefer ist. Na gut, ich erklär's. That's quite the story, Cadet. The loss of Captain Schaefer is a blow. He was one of our best. I realize this is a trial by fire for all of you. Eine Feuerprobe für uns alle. Halten Sie durch. Danke, Captain. Starfleet has received reports of Klingon activity in the region. We've been ordered to check things out here. They might be hiding in the cluster and using this as a staging ground. As you can see, the area plays havoc with our systems. Ja, hier irgendwo könnten sich Klingonen verstecken, aber diese besondere Region des Weltraums bringt die Sensoren durcheinander, sodass wir da ein bisschen Schwierigkeiten haben, die zu finden. Ich verstehe. We've already launched 9 probes. Now that they're active, we can do an in-depth scan of the area. Okay, Sonden zum Tiefenscan, können wir denn was tun? We could use your help. If all 3 ships collect data, we should be able to complete this quickly and deal with any Klingons we might come across. Any questions? Nein, keine Fragen, Captain. This may be the worst simple trip to Vulcan ever. Der schlimmste kurze Ausflug nach Vulcan, den es hier gegeben hat. Ja, Tilly. Irgendwas stimmt hier nicht, ja. Logisch, sonst wären wir doch nicht hier, wenn hier alles stimmen würde, oder? Es könnte doch so schön sein.
wenn wir einfach nur mal Routinemissionen flügen würden. Ach ja, und Einstellungen. Ja, ich bin ja Wissenschaftler. Okay. Okay, ein umgekehrter Tachyon-Impuls. Soll helfen beim Scannen. Guck mal, da liegt ein Vulkan. Ist das ein vulkanisches Schiff da unten? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was auch immer es ist. Ich glaube, da habe ich mich getäuscht. Vermaledeiter Nebel. Das kommt wohl bei den Scans raus. Wir werden es gleich erfahren. In wenigen Sekunden. Oi. Da sind die Klingonen schon wieder unterwegs. Na? Na? Warum schießt mein Schiff nicht? Dasselbe Problem wie vorhin. Okay, ich kann ihm die Schilder absaugen. Das nützt nur nichts. Wenn ich nicht schießen kann. Das Problem hatten wir ja vorhin schon mal. Und jetzt haben wir es wieder. Nun ja, was jetzt lediglich noch kommen würde, wären ein bisschen Kämpfe gegen Klingonen. Dann kommen wir wieder zurück zum Erde-Raumdock, wo wir dann unsere ersten weiteren Missionsbefehle bekommen würden. Aber ich denke, da ich gerade nicht schießen kann, ist das eine gute Gelegenheit, nicht nur das Discovery-Sternflotte-Tutorial, sondern auch diese Miniserie in der Serie fürs Erste zu beenden. Wie gesagt, sollten noch weitere Einstiegsmöglichkeiten irgendwann ins Spiel kommen mit Picard oder vielleicht auch andere Dinge. Die Community wünscht sich ja da relativ viel und lassen wir uns da einfach mal überraschen. Dann werde ich da auf jeden Fall auch ein Video zu produzieren. Es sei denn, außer ihr schreibt mir jetzt alle wie wild in die Kommentare, lasst den Schmarrn. Das kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Na gut, bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.